Die rund 200 Kinder an der Wilhelm-Ostwald-Grundschule in Grimma dürfen sich über einen neuen Schulhof freuen. Auf ca. 3800 Quadratmetern findet sich nun eine Vielzahl an Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Und deswegen damals die Entscheidung, die Turnhalle zu bauen. Dann ist die alte weggekommen, da haben wir Fördermittel bekommen. 300.000 Euro waren das damals, glaube ich, für den Spielplatz. Den haben wir gebaut, der gleichzeitig die Attraktivität für die Schulen mit steigern soll hier. So. Und dann ist im Prinzip, dann war die Sanierung des Baukörpers Schule. Und dann war eigentlich immer unser großes Manko noch die Außenanlage hinten. Und die haben wir jetzt fertig gemacht. Sodass wir jetzt sagen können, wir sind jetzt eigentlich einmal hier durch. Die vorher karge Waschbetonwüste mit vereinzelten Spielgeräten wich einem bunten Mix aus großer Ballspielfläche, Schulgarten, Sandkasten sowie Schaukel. Darüber hinaus findet sich unter den schattenspendenden Bäumen ein Parcours mit Slackline, Netzen und Kletterpfad. Der für die Schulpausen und Hortbetreuung zur Verfügung stehende Hof war mit einem Kostenaufwand von 370.000 Euro verbunden. Rund 25% davon stellte die Stadt selbst. Zwei Drittel lieferte das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Die Herangehensweise der Stadt, anstehende Projekte zu planen und im Anschluss nach Förderungsmöglichkeiten der Finanzierung zu suchen, macht sich auch in der Kita Sonnenschein bezahlt. Das Gebäude am Pulverturm 10 erfuhr seit seiner Erbauung 1981 immer wieder abschnittsweise Generalüberholungen. Neben Brandschutzmaßnahmen, der Erneuerung des Flachdachs und der energetischen Sanierung der Fassade ermöglichen nun mehrere Förderprogramme die Modernisierung der Sanitärbereiche und des Heizungssystems. Insgesamt werden für die Kinder 9 Sanitärbereiche mit jeweils 27 Toiletten und Waschtischen erneuert. Außerdem realisiert man behindertengerechte WCs für Kinder und Erwachsene. Das Besondere war hier, dass es eben so ewig gedauert hat. Das muss ich wirklich mal sagen. Aber wir waren da immer auf diese ganzen Fördermittel und Gelder angewiesen. Aber trotzdem freuen wir uns, dass jetzt mal hier ordentlich zu Ende gekommen ist. Und möchte mich eigentlich auch bedanken bei den Erzieherinnen hier. Die haben immer mitgearbeitet, auch Lösungen gesucht. Die Frau Effler war damals noch ganz maßgeblich, als es hier losging. Also da wurden keine Probleme gesucht, sondern Lösungen. Und das Ergebnis gibt uns recht. Wenn es auch lange gedauert hat, was lange währt, wird endlich gut.